Logistisch hat der Krieg seine besonderen Aufgaben. Soldaten, Waffen, Lebensmittel, Verwundete, Briefe und Pakete müssen transportiert werden. Zum wichtigsten Transportmittel fungiert dabei die Eisenbahn. Aufgrund des Festungscharakters von Ingolstadt gab es zwei Bahnhöfe, die eigentlich außerhalb der Festung lagen. Also die Festung ist der Grund, warum der Hauptbahnhof, damals Zentralbahnhof, in den 1870er Jahren so weit außerhalb der Stadt angelegt wurde. Das hatte Sicherheitsgründe. Dann gab es den Nordbahnhof und Ende des 19. Jahrhunderts errichtet man dann eben diesen Militärbahnhof, der überhaupt nicht für Personenverkehr gedacht war, sondern für zur Versorgung der Festung und natürlich für die Rüstungsindustrie. An der Stelle war ja direkt daneben, konnte man eben dann die entsprechende Gießerei und so weiter mit den entsprechenden notwendigen Mitteln versorgen.